Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben unsere Motul Roadtrip so gut es geht beendet und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit dieses Paket hier öffnen. Der liebe Michi von KTM Power Shop hat uns mal was zugeschickt, um heute was zu testen. Der ein oder andere kann es vielleicht schon erkennen, um was es sich hierbei handelt. Hier haben wir einen FMF drin, nagelneu verpackt. Hier haben wir einen zweiten FMF nagelneu verpackt. Und zu guter Letzt Konkurrenz von Akrapovic. Habe ich ja aktuell auch auf meinem Bike drauf. Hier drin ist aber nochmal ein anderer, und zwar der, der eigentlich da drauf gehört, weil der gehört eigentlich gar nicht auf mein Bike. Wir werden heute einfach mal den ultimativen Auspuffvergleich machen. Wir haben auch noch hier den originalen Auspuff von der KTM drin. So, fangen wir an mit dem Original, was heißt Original, mit dem Akrapovic, der eigentlich auf die 17er XC kommt. Der hat übrigens keine E-Nummer im Vergleich zu dem Akra, den ich drauf habe. Aber meine hat auch nur eine E-Nummer für die älteren Baujahre. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich nicht der, der da drauf gehört. Welcher gefällt dir besser? Ich finde den für die älteren Modelle auf jeden Fall besser mit der Carbon-Endkappe. Gefällt mir persönlich auch ein bisschen besser. Boah, das sieht schon wieder los. Junge. Also das ist ja wirklich nur ein Rohr. Dich hat niemand gefragt. Also ich finde den eigentlich auch nicht geil, aber an dem Bike könnte es vielleicht... Fangen wir einfach mal an. Bis gleich. Yeah.
So, das waren jetzt alle Auspuffanlagen. Wir haben alle gehört. Wir setzen uns jetzt gleich nochmal zusammen für ein kleines Fazit. Verlinke euch trotzdem alle Auspuffanlagen mal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und ich schicke die alle auch wieder zurück. Das Ganze habe ich zusammen mit KTM Powershop gemacht. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, falls ihr meinen Code benutzt, dann spart ihr euch 10%. Aber es soll auch kein Werbevideo sein, sondern einfach nur mal ein cooles Vergleichsvideo. Habe ich noch nie so wirklich in dem Ausmaß gesehen. Und wir sehen uns jetzt beim Fazit. Also mein Favorit ist der hier, weil der einfach so underrated ist, sich trotzdem geil angehört hat und also zumindest zu meinem Bike halt geil passt. Sonst optisch finde ich mittlerweile den FMF auch ziemlich geil. Der Acra mit der Titan-Endkappe gefällt mir persönlich nicht so sehr, wobei der auch sich ziemlich geil angehört hat, was ich nicht erwartet habe. Und der hört sich tatsächlich auch anders an als der, was aber vielleicht auch wieder an der Dämmwolle liegen kann. Den noch mit der Carbon-Endkappe geben würde. Ja. Dann wäre das, glaube ich, der absolute Favorit, weil der Endkappe sieht halt irgendwie nicht so schön aus, sag ich mal. Das war's, oder? Ja, das war's. Mach's gut.